So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Peanuts, Snoopy. So, es sind Klemmbausteine, die gleiche Größe wie die anderen Steine. Aber richtig cool. Gibt es von Blumblix jetzt eine ganze Serie, verschiedene Größen, auch die kleinen Minifiguren. Werde ich demnächst unboxen, wenn sie da sind, werde ich es mir alle kaufen. Und wie gesagt, in die Größe gibt es auch fast alle, zum Beispiel Snoopy, das ist er jetzt mit seiner Pilotenmütze und Brille. Dann gibt es den nochmal als lange Ohren. Dann natürlich noch, ach ja, es ist richtig cool. Und wie er fertig aussieht, das schauen wir uns mal an. Wie gesagt, das ist die Blumblix Pro Serie für 8,95 Euro. Ersten Augenblick kann man nichts sagen. Und jetzt gucken wir uns das Teil mal an. Den Snoopy. Er hat 190 Teile. Ihr seht. Eins, zwei Tüten und eine Klemmbausteineplatte. Muss ich jetzt aufpassen, was ich immer sage. Sonst gibt es eine Abmahnung. So, Bauanleitung. Seht, ist nicht wirklich gegeben, einfach nur. So, deswegen versuche ich sie jetzt mal. Aufkleber. Zwei Aufkleber sind da drauf. Ach, das sind die Zehe von vorne. Okay. Ich habe es gerade auf dem Bild gesehen. Und das Gesicht, seht ihr, ist eine Größe. So, hier ist das Gesicht. Ups. Hat was. Hat ehrlich was, muss man sagen. So, weil das ja nicht draufsteht, Tüte 1, Tüte 2 oder sonst was, hätten sie ruhig alles in eine Tüte verpacken können. Aber schaut mal. Ein Klemmbausteine-Hilfsmittel zum Abmachen wieder. Hey, es gibt es doch noch. Scherz beiseite. Aber jetzt nehmen wir erstmal die weiße Platte. Dann kommen zwei. Also die Klemmkraft, die ist richtig fest. Also da müssen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. So, weil es wird ja nicht, jetzt brauche ich wieder Platte 3. Also die muss man richtig zusammenpressen. Dann ein Vierer. Hier, der kommt hier unten rein. Dann wieder eine glatte Platte. Und zwei Eimer. Und ja, weil die jetzt alle größtenteils negativ rumliegen, sieht man das schlecht. So bis jetzt. Jetzt geht es weiter mit einem langen, der kommt nach außen. Ups. Einer mit zwei Noppen. Wo hängst du rum? Wo liegst du dich flach? Ah, ich könnte euch ja Hilfe bitten, aber ihr könnt jetzt im Moment nicht antworten. So, also, ihr seht es, es sind zwar nur 190 Teile, aber bis man, das ist eine Glatze, Zweierglatt kommt hier hin. Dann den ein. Hier hin. Jetzt müsste noch ein Dreier mit zwei Pins. Da ist er ganz versteckt. Also ihr seht selber.
So. Jetzt kommt Ein Schild. da, Snoopy, ein Druck ist das. Richtig cool. Ein Druck. Mega, das freut mich natürlich jetzt am meisten. Dann kommt das. Hier natürlich dran. Und das Gegenstück. Wo ist es? Ja, ihr seht selber, da ist es. Kommt hier hin. Ab, beinahe verkehrt rum. Cool. Echt cool. Es ist ein Druck. Aber die Klemmkraft, ihr seht selber, boah, das geht sogar ganz schwer umzuklappen. Es passt. Es passt wirklich. So, jetzt brauche ich ein hiervon. Ich versuche mal, ob das jetzt schneller geht. Ein Zweier. Und davon welche. Einmal. Zweimal. Jetzt brauche ich nur noch den Zweier. Da ist er. Kommt da drunter. Die kommen seitlich. Zack, ihr seht, ich bin jetzt gerade hier zugange. Jetzt ist diese Position. Dann kommt die nächste, seitlich was dran mit den Flügeln. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die natürlich länger aufhalten. Also, wenn es zum Schluss übergeht, dann werde ich mich wieder melden. Und deswegen sage ich mal, bis gleich. So. Ihr seht, es ist fast zusammengebaut. So, positiv ist, die Klemmkraft ist wirklich sehr gut und das meiste eben sind Drucks, hier hinten drauf Druck. Die Aufkleber, die zwei, die sind hier vorne, das sind transparente Folien, ihr seht sie, hier habe ich schon abgezogen. Jetzt zieht sie die ganz vorsichtig ab und dann müssen die drei schwarzen Streifen bleiben. Seht ihr das? Transparente Folie. Das ist auch positiv. Jetzt sind die 10 natürlich richtig. So, wie gesagt, positiv. Aufkleber, da kaum Aufkleber, Entschuldigung. Klemmkraft sehr gut. Negativ. Leider fehlt hier an der Seite ein Vierer, lang Vierer in Braun, in Grün. Und ein Vierer, viereckiger ist zu viel. Entweder haben sie es nach Gewicht verpackt. Seht ihr, hier drunter ist noch ein grüner Vierer, dass es eben hier die Brillenoptik nach oben hin kommt. Das ist das einzigste Negative. Die müssen da wohl sich vertan haben. So, und jetzt setzen wir den trotzdem zusammen, dass ihr wenigstens seht, wie er zusammen ist. So, jetzt kommt das hier hinten rein. So, und ihr seht, bombig fest. Das ist nämlich der Schal. So, und jetzt kommt der ganze Kopf drauf, weil den Vierer, den kann man nachträglich einsetzen. Ihr seht es, kleinen süßen Snoopy-Körper, größeren Kopf. Hier drehen wir es mal um. Sieht mega cool aus. Das Gesicht, ein Stück, ist natürlich mega klasse. Und wie gesagt, das ist jetzt Snoopy von Blumblix Pro. 190 Teile für rund 8,95 €, also 9 Euro, muss man sagen. Cool. Ich werde noch mehr besorgen, werde mir natürlich noch eine Serie davon machen. Die kleinen werde ich mir auch auf jeden Fall besorgen und unboxen, weil die kann man immer gebrauchen. So, an der Bauanleitung, der ein oder andere Fauxpas ist mir passiert, weil sie ist doch nicht so ganz, oder ich bin es nur nicht gewöhnt, mit die Bluebricks-Zeichen Bauanleitung zu arbeiten. Obwohl, ja, ich mache öfters mal. Aber nichtsdestotrotz. Was haltet ihr von die Snoopy-Reihe? Ich finde die mega klasse. Erinnert mich an meine Kindheit. Ich versuche sie unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem und günstig. Wahrscheinlich.
Und wenn ihr den Link benutzt, danke, 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 danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und ihr seht, das ist der fliegende Baron. Er hält. Er ist richtig, ja, für seine Größe hat er ein schönes Gewicht. Klemmkraft perfekt. Aufkleber, 2 Stück. Klasse, Rest sind Drucks. Sonst gibt es darüber nichts zu sagen. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und vergesst nicht, den Link zu benutzen, wenn ihr Lust zu habt. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.